Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Großstadtleben. Und hoffentlich wird dieser Part ein bisschen geordneter als der letzte. Im letzten war ja auch ein bisschen was los, also irgendwie hatte ich hier voll die Schwierigkeiten, meinen Sims zu sagen, was sie tun sollen, beziehungsweise sagen konnte ich denen das schon. Getan haben sie nichts davon. Erstmal gab es das Problem, dass wir die Wäschehaufen nicht einsammeln konnten. Dann haben, wie gesagt, alle gemacht, was sie wollten. Dann haben die Katzen sich bekriegt, also irgendwie war im letzten Part hier echt der Wurm drin. Melina hat gemalt, hat wenigstens ein Bild in inspirierter Laune hingekriegt. Das zweite habe ich sie jetzt dran gesetzt, dass sie das auch noch mag. Und irgendwie ist hier echt gerade irgendwas am Laufen. Ich komme nicht mehr vorwärts. Das verspielte Gemälde von Melody konnte ich nicht weitermalen. Also ist echt... Und eigentlich wollten wir ja mal... irgendwie raus. Und ja. Keine Ahnung. So, dann geh jetzt mal hier säubern und dann gehst du bitte benutzen. Ach, irgendwie ist hier eine ist irgendwas am Laufen. Ich habe keinen Plan, was läuft, wieso läuft und überhaupt. Ich krieg nichts mehr mit. Aber wir haben Tantiemen bekommen. In Höhe von 400 irgendwas für den Bestseller von Diego. Ach, Anaya ist hier. Oh, Gottchen. Habe ich dich nicht bemerkt? Guten Tag, wie geht's? Kannst du eigentlich auch wieder gehen? Tschüss. Heute habe ich keine Lust. Mir geht's nicht gut, denn die Katzen haben sich hier gerade gefetzt. Keiner macht, was er soll. Und wir wollen eigentlich noch weg. Der Tag ist schon fast zur Hälfte um und es ist Sonntag und ja, nichts geht hier. Ne? Es ist alles wieder mal... Ja, Minka, schön, dass du da bist. Ich frage mich, die Futternäpfe sind voll, also, was heißt voll? Die waren gefüllt und waren auch nicht grün am Duften. Ich sollte vielleicht da nochmal nachfüllen, ich habe keinen Plan. Haben die Hunger? Ist, weiß der Geier was los, ne? Jo, Anaya, jetzt nicht. Ich habe heute keinen Nerv auf dich. Können wir da mal füllen? Komm, dann füll da mal, dass das alles wieder in Ordnung kommt und, ja... Nicht, dass sie nachher hier nichts zu essen haben. Das wäre ja dann auch blöd. So, ansonsten geht es ihm gut. Ihm geht's gut. So. Ich muss mal kurz nachprüfen, ob es jetzt auch allen gut genug geht. Ihr geht's dann auch gut. Was will sie da machen? Zuschauen? Mit Puppen spielen. Ja, kann sie später. Er ist auch fit und alles gut. Und sie ist... Hat sie jetzt gemalt? Ist das fertig? Hast du das jetzt geschafft mit den zwei Bildern? Ja! Juhu! Mit drei Spielsachen spielen. Yeah, sie hat es endlich geschafft. Schickes Bild. Wo hängen wir denn das hin? Wahrscheinlich auch da irgendwie, ne? So, zack. Und, da. So, hast du deine schöne Bilderwand? Ist doch super. Sie will was essen. Essen wird überbewertet, Mäuschen. Wir gehen jetzt einfach mal weg. So, ab, sonst kommen wir hier nie raus. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon kommen. Wir kommen hier sonst nicht mehr weg. Und ich finde, Sonntagsausflüge sind wunderbar im Park geeignet. Da könnt ihr spielen, machen, tun. Die Katzen können wir auch mitnehmen. Habe ich nichts dagegen. Die müssten wir heute nur hinterher wieder in die Bude bringen. Vielleicht gehen wir dann abends mal... Ach, mal gucken. Ja... Einfach mal jetzt ein bisschen Sonntag haben, Seele baumeln lassen. Die Kinder dürfen spielen, alles kein Problem. Raus aus dem Haus, ich werde verrückt, echt ey. Und ich bin froh, dass Marvin jetzt endlich aus der Schule wieder da ist. Das war ja auch so bescheuert, wenn man den nicht steuern kann richtig und alles nur so imaginär und ja, das ist auch ein bisschen doof dann. Ach so, ja, und ich wollte nach so einer Werkbank gucken, damit Melody vielleicht auch noch mit so Werksachen ein bisschen Geld verdienen kann. So, wir gehen erstmal alle nach hinten auf unseren Lieblingsplatz. Da ist immer noch Weihnachten. Ich komme ja nicht dazu, mal hier ein bisschen umzudekorieren. Aber gut, wir gehen jetzt alle Mann hier hin, zusammen. Genau. Achso, das ist eine Lampe, ich dachte schon. Gut, mit dem Ding können sie nicht allzu viel. Haben wir nicht hier auch ein Klettergerüst und... Oh. Ach, da macht wieder einer Feuerwerk. Ah, da hinten. Feuerwerk, jawohl, schön. Wozu auch immer.
Also wir haben den Parcours für die Tiere. Jetzt muss ich mal gucken. Sag jetzt bloß, wir haben hier gar nichts für größere Kinder zum Krabbeln machen tun. Ich sehe nichts. Oh Mann, das ist doof. Das wäre jetzt echt dumm. Dann müsste ich noch mal kurz in den Baumodus. Das will ich nicht. Also man soll hier schon was machen können. Und ich weiß, die großen Kinder können mit dem hier gar nichts anfangen. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen was verändern hier. Ich dachte, hier wären auch solche Sachen. So, warte mal. Park. Gibt es da was für die Kinder? Hopp, zeig ich mal. Das müsste dabei sein. Ja. Das ist Kleinkind, das ist fürs Kind. Dann haben wir hier dieses Piratenschiff-Weltraum-Dingsbums. Genau. Okay, das können wir ja stehen lassen für die Kleinen. Das wäre ja blöd, wenn wir das abrufen. Aber ich möchte natürlich auch... Da ist Platz. Guck mal, da ist doch schön Platz. Weil das wäre ja blöd, ne? Wollen wir ein Piratenschiff oder lieber Weltraumabenteuer? Ich glaube, das hier tut's auch. Vielleicht mal in heller oder in dunkler? Ach komm, das Dunkle sieht doch cool aus, oder? Passt du hier irgendwie hin? So vielleicht? Oder so? Ganz da? Ich habe die Bäume zu dicht gestellt. Da passt du so. Eigentlich müsste das ja so hinpassen, ne? Okay, warte mal. Stopp. Dann nimm mal dieses Bäumchen und stell das mal noch ein ganzes Stück darüber. So, jetzt nochmal. Müsste doch passen. Ja, genau. So passt das doch. Ich hätte es aber gerne in der Richtung. Da. Zack. Einmal. Wir können ja das Bäumchen auch nochmal ein Stück rüberschieben. Hallo, ich will dich... Was habe ich jetzt in der Finger? Halt, stopp. Nee. Ich will den Baum. Hallo. So. Und dann brauchen wir natürlich ein Klettergerüst. Hätte ich auch gerne, weil wir jetzt dunkles Holz genommen haben. Nehmen wir auch ein dunkles Klettergerüst. So, und dann haben die Großen hier ein bisschen Ruhe vor den Kleinen und können trotzdem ein bisschen was spielen. Das, denke ich, ist doch dann ganz nett, ne? Vielleicht noch ein Stück rüber. Warte mal, komm mal her. Ja, so. So ist das. Fein. So, dann haben wir alles, was wir für die Kids da brauchen. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich die Kinder spielen lassen will und sie können gar nichts spielen. So, was möchtest du? Du wolltest die ganze Zeit schelmisch zu Tego sein. Du möchtest ein Foto machen. Oh, das ist aber lieb. Weißt du, das kannst du auch direkt tun. Passe mal auf. Dann bist du erstmal hier. Beschäftigt. Foto machen von... Mach mal ein Von-Foto von deinem Schatz. Der sieht nämlich gerade absolut cool aus. Und wenn du das gemacht hast, kannst du auch schelmisch sein. Ja, darfst du dann auch, das ist hier. Dann kannst du ja mal, ihn mit Handschocker reinlegen. Das ist bestimmt ganz witzig. Das nimmt er dir auch nicht krumm. So, die Kinder, die dürfen jetzt, natürlich erstmal sich noch ein bisschen, ja, spielen, würde ich sagen, ne? Du willst auch mal spielen. Komm, dann fang doch mal hier an. Könnt ihr beide drauf spielen. Einmal hier du und einmal hier du spielen. Zack. Und dann sind wir doch beschäftigt. Die Katzen können machen, was sie wollen. Haben wir den Futternapf gefüllt? Da ist ja irgendwo Futternapf da hinten. Ja, müssen wir mal gucken. Ah! Oh, wie süß! Och! Ja, nee, aber wir wollen jetzt erstmal ein schönes Foto von Diego machen. Boah, das ist ein schöner Hintergrund. Sieht genial aus. So, ich möchte auch gerne, warte mal, einmal normal. Dann hätte ich gern, warte, stopp, nee, auch noch mal ein normales so, warte, kann ich da den, so, oh, das sieht cool aus, das kann man sich ja hinhängen, ey. So, und dann hätte ich gern noch mal mit dem schönen Filter dabei, das sieht noch viel freundlicher aus. Und dann noch mal zurück in das Format, auch mit dem schönen Filter, so, vielleicht mal den Sohn ein bisschen aus dem Weg. Ah, ist das cool. Das kann man sich doch auch schön mal übers Bett hängen, oder? Ja. Oh. So. Und da läuft immer noch das Feuerwerk. Ich wollte zu den Katzen. Juhu. Ah, sind wir wieder da?
Ach, Mikesch, warum stehst du denn hier? Mein Süßer, hm? Oh, jetzt ist er wütend. Warum bist du jetzt wütend geworden? Wegen dem. Nein, noch nö. Och komm. Beruhig dich. Halte mal, nee. Du zertrümmerst jetzt nicht das Ding. Ach, du willst mit Puppen spielen? Hm. Warte mal, Diego. Ich hätte eher die Idee, dass du jetzt mal da hinten schnell die Dinger füllst, damit die Katzen, wenn sie Hunger bekommen, da auch was zu essen drin finden, ne? Und dann kannst du mal, was könntest du denn Schönes machen hier? Mikesh ist ja fit. Das Blöde ist, dass man hier halt nicht wie in Sims 2, die nicht steuern kann, das ist ja kein Thema. Aber dass man auch nicht sieht, wie es denen geht, ne? Das weiß man halt gerade nicht. Ja, komm, du kannst trotzdem mal versuchen, mit Mikesh hier durch den Parcours zu kommen. Das ist vielleicht auch mal ganz witzig. Dann würde ich sagen, du fängst hier an. Durch Hindernisparcours laufen mit Mikesh. Der ist wach. Und ich denke mal, ihm geht's ganz gut. Und Melody, du kannst uns mal was Leckeres grillen oder so. Das wäre doch auch mal eine tolle Idee, oder? Wie wäre es, wenn du uns was Leckeres grillst? Das ist doch schön. Fruchtpastete, gegrillte Früchte. Boah, oder Hamburger. Warte. Würstchen. Steaks. Oh, nee, Schaschlikspieße. Ich mag Schaschlikspieße. So, geh du mal Schaschlikspieße machen. Und die Kinder dürfen hier spielen, ne? Ich meine, ihr seid zum Spielen da. Geh Pirat spielen. Ja. Und du kannst dann auch Pirat spielen. Essen gibt's später. Musst dir jetzt da nichts rausholen. Deine Mama macht gerade. So, und wir gucken mal, wie sich Mikesh im Hindernisparcours schlägt. Wenn er denn kommt. Fehler. Mikesh, bist du unterwegs? Ah, da ist er. So, dann zeig doch mal. Na, kannst du das? Zeig mal, wie du da drauf hüpfst. Ja, das ist doch schon schön. So, und nun, was machst du jetzt? Oh, sieht nicht so begeistert aus, unser Mikesh. Komm, zeig mal. Wo geht's jetzt lang? Ah, da durch die Röhre. Ja, immer schön da rein und durchlaufen, auf der anderen Seite wieder rauskommen. Kommst du? Oh, wie fein. Das machst du aber gut. So, und jetzt durch diesen Ring. Hübsch gemacht. Schaffst du es auch über dieses Teil drüber? Komm, zeig mal, wie du da drüber läufst. Ja, prima machst du das. Jetzt haben wir hier so ein Ding. Ja, genau, zeig mal. Jawohl, schön im Slalom. Und was haben wir noch? War es das? Ach, da hinten die Tonne. Okay. Oh, mal. Da rein und auf der anderen Seite auch wieder raus. Jawohl! Prima! Cool gemacht! Oh, schrei doch Mikesh nicht so an. Hat er doch ganz toll gemacht. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Ja, gut. Ja, gucke mal. Ach, wie süß. Gut. Okay, du bist müde. Okay. Ich wollte aber, dass Melody jetzt mal mit ihrem Essen machen fertig ist. Ach, sie spielt Monster. Okay, hast du denn das Zeug gegrillt? Ich sehe nichts. Ich sehe... hast du hier irgendwas gegrillt? Ja, da stehen Schaschlikspieß. Okay, dann bitte zusammen ein Gericht nehmen. Ja, ihr habt ja teilweise Hunger, ne? So. Dann kommt mal da runter, ihr zwei. Ja, ach, das ist schön. So ist das doch toll. Ja, und der Tannenbaum kann da ruhig stehen bleiben. Das ist ein All-Jahreszeitenpark, Allwetterpark. Genau. Ach, wir mögen das, ne? Das ist doch schön. Oh, jetzt sitzt du da hinten, weil hier das Essen steht. Das ist auch ein bisschen dumm. Ach, blöd.
Kann man das ändern? Warte mal, kann ich das Essen schnappen und hier hin tun? Und dann könnte Marvin sich hier mit dazusetzen mit seinem Essen. Hier. Kannst du das machen? Nimm dein Essen mit, setz dich zu den anderen. Das wäre echt blöd, wenn du da so weit weg sitzt. Ja, genau. Wir wollen uns doch unterhalten und alles. Ah, oh, das ist schön. So ist doch fein, oder? So, warte mal. Du kannst mal hier versuchen zu beruhigen. Das geht ja so gar nicht. Können Elternteil aufmuntern. Oh Gott, ja. Kannst du mal machen. Kann man ihn auch irgendwie beruhigen. Ja, beruhigen. Und mal Zuneigung ausdrücken. So Sachen gehen. So, und ihr Kids könnt natürlich auch miteinander schwatzen. Ist ja alles kein Thema. Über Interessen quasseln. Und mal irgendwie über die Schule. Und so weiter und so fort. Unterhaltet euch. Sitzt hier, genießt euer Essen. Das ist immer so schön. Ja. So gehört das. Herrlich. Jawohl. Level 6 der Sozialfähigkeit. Marvin kann jetzt mit dem Riesenstofftier... Redet Marvin mit dem Riesenstofftier, sinkt seine Traurigkeit. Also falls er mal traurig ist wahrscheinlich. Außerdem kann er am Computer nach Redewendungen durchsuchen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Cool, ey. Was du alles kannst. Kann deine Schwester denn auch was erzählen? Die könnte doch mal über die Katzen schwärmen und, mal Grimassen schneiden, genau. Ja, und auf jeden Fall sind sie jetzt satt. Das ist doch schon mal was. Was ich bei dir gucken wollte. Du hast jetzt mit zwei Sachen... Ja, wir haben es wieder geschafft. Juhu, nächster Meilenstein. Sie hat mit genug Zeug gespielt. So. Insgesamt 5 Stunden muss sie jetzt Instrumente spielen. Gut, dass wir die Geige haben. Und 5 Bildtypen auf dem Kreativkunsttisch zeichnen. Ja, siehst du, so geht das schön voran. Und du musst doch bestimmt auch hier endlich mal was machen. Er hat's geschafft. Endlich war er verspielt und hat einen Spielturm gehabt. Yeah. Jetzt muss er Level 5 der Motorik und 4 Stunden Tippen üben. So soll das sein, weil wir wollen ja mit denen auch mal vorwärts kommen, ne? Ja, wenn du Motorik brauchst, dann würde ich vorschlagen... Dann geh du hier noch mal ein bisschen spielen. Und du, Kreativität, du könntest hier noch mal mit dem Puppenhaus spielen. Ja, komm, geh dem Puppenhaus spielen. Die Mama kann mal, mit Mikesh ein bisschen umarmen. Und, ja, küssen. Und du könntest ein Simstagram machen. Ach so, und wir müssten uns eigentlich... Ach Gott, 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 ich vergesse es immer. Warte mal, wo ist das? Auf E-Mail antworten. Erscheinen im... Ah, das müssen wir mal machen. Ganz dringend. Wir brauchen doch unsere Follower. Wir müssen denen sagen, dass wir hier sind. Dann kommen die alle herbei und freuen sich. Mann, ich vergesse die wichtigsten Sachen immer, ne? Dann kannst du auch mal gucken, ob du noch auf E-Mail antworten kannst. Was weiß ich. Ja... Und was macht denn unser Diego? Der schläft. Auf welche Bank hast du dich gelegt? Auch ganz in der Nähe, wie schön. Damit er auch ja nichts verpasst. Sehr schön. So, wir haben 80.000 Follower dazu bekommen, weil wir uns hier angemeldet haben. Ja, so muss es sein, ne? Das ist fein. Sage mal, da ja Mikesh gerade so glücklich ist, kannst du dem irgendwas beibringen? Haben wir das überhaupt schon mal versucht? Was willst du? Jemanden in Malerei unterrichten? Ja, das dürfte schwierig werden. Ein Katzenklo kaufen, das brauchst du nicht. Ich nehme einen Anrufen. Nee, ich wüsste gerne mal, oh, ihr könnt auch Kumpels werden. Ja, fein. Dann tu doch mal Liebe spüren. Dann tu mal Kumpel werden. Und dann kannst du noch eine intellektuelle Diskussion mit ihm führen. Ja, klar doch. Mach einfach. Und vielleicht sagt er dir dann, was er gerne mal lernen möchte. Bürsten ist auch immer schön. Ja, ja. Damit hier nicht seine ganzen Fellklumpis rumfliegen. Ich wüsste gerne mal Tierpflege. Training kann sie jetzt da gar nichts machen. Nee. Also, die Tiere, die Katzen kann man, glaube ich, nur trainieren in puncto durch dieses Ding laufen. Aber sonst halt nichts. Oh, du bist auf Toilette. Okay, ist in Ordnung.
Und du bist Miss noch am Sarah. Spielen? Du müsstest auch mal auf Toilette, ja. Kein Thema. Ihr könnt. Oh, es ist schon 18 Uhr. Himmel. Und Level 7 der Kreativität. Yes. Sehr fein. Wenn Melina ein Puppenhaus besitzt, kann sie am Computer ein Puppenhausgeschichte schreiben. Wenn sie inspiriert ist. Das muss. Hey, sag mal, sind da neue Sachen dazugekommen? Das weiß ich alles überhaupt noch nicht. Okay. Außerdem erlangt sie mehr Zufriedenheit, wenn sie auf dem Piratenschiff Spielturm spielt. Cool. Leute, ich glaube, ihr müsst auf Toilette. Ihr seid müde. Ja. Du bist auch. Du gehst auf dem Schiff spielen. Ja, das ist okay. Du bist mit der Katze am Machen. Okay. Und du solltest kein Chaos veranstalten, sondern vielleicht auch lieber nochmal schnell auf die Toilette rennen. Wo sind hier nochmal die Toiletten da? Ist da nach Männlein, Weiblein getrennt? Ich habe keinen Plan. Ich sehe aber auch gerade keine Türe. Moment, gucke ich gleich. Ah ja, doch. Ist mir getrennt. So, halt, zeig mal an, welche wo Tür ist. Damen, da. Okay. Nur damit ich dich in die richtige Richtung schicke. Müsste jetzt hier sein, ne? Dann geh du mal verwenden. Und dann gucken wir, dass wir auch möglichst bald wieder nach Hause kommen. Er dürfte jetzt auch mal wieder wach sein. Danke. Und könnte auch auf Toilette gehen. Komm, dann geh du auch schnell auf Toilette. Gehst du hier, bitte. So, und du bist noch mit Mikesh am Machen? Ja. Oh, Melody und Mikesh werden Kumpels. Jawohl. Sehr schön. Das ist fein. So muss das sein. Ja, oh, guck mal, er winkt sogar. Ach, wie schön. Sagt, Kuckuck, hier bin ich. Allerbürste mich mal, genau. Oh, das ist gut, ne? Das tut gut, ja. Damit du nicht immer so viele Fellbrocken verlierst und oder die auskotzen musst, wenn du sie da jeden Tag beim Putzen, ne? Sehr schön. Ach, das ist doch fein. Gut, was kannst du denn jetzt noch machen? Ich weiß nicht. Irgendwie gibt es hier so für dich nicht allzu viel zu tun, ne? Du kannst dich einfach mal hier auf so ein Ding setzen und einfach mal, ja, oder mach, was du willst. Genau. Mach einfach, was du möchtest. Du kannst auch natürlich mit deinem Sohn spielen, indem du das Seemonster gibst. Ach, genau. Ha, ich bin das Seemonster. Ich fress dich gleich. Musst mich mit Seifenblubberblasen abschießen. Ja, wie auch immer, ne? Ihm geht's gut. Ja, prima. Alles bestens. Oh, Diego kriegt einen Anruf. Was ist denn los? Zeig ich mal an. Anaya Young fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Nee, das ist jetzt ungünstig. Wir müssen gleich nach Hause. Die Kinder müssen ins Bett und Melody hat noch was vor. Heute oder im nächsten Part oder wie? Mel, nee, 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 nee. Komm mal her. Nein, das geht nicht, gute Dame. Mädel, du bist echt schlimm. Erziehung. Aktuelles Verhalten, Maßregeln. Er ist gerade verspielt. Aber wir sind entschieden, dass das hier Mist ist, was er da macht. Was könnte man bei Bestrafen machen? Das will ich jetzt aber erst nochmal gucken. Aktuelles Verhalten, was kannst du da machen? Auszeit wegen angerichteten Chaos anordnen. Ach cool, und bestrafen wegen angerichteten Chaos. Ja gut, ich denke mal, so krass muss es jetzt nicht sein, aber nee, du, das geht so nicht, ne? Also das machen wir jetzt mal. Jo. Mach das mal. Hör mal auf, Kaffee zu trinken oder was auch immer du da gerade machst. Auch wenn dir das ein bisschen Energie gibt, aber ja, die Strafe ist, dass wir dann nach Hause gehen, ne? Ey, kommst du jetzt her und machst das auch? Boah, er macht es wieder nicht. Leute, ich dreh durch. Lass die Kaffeemaschine in Ruhe. Und jetzt aber ernsthaft hier. Du musst das machen. Das geht nicht. Hier. Mal schnell jetzt. Ich sag's ja, meine Sims, die hören partout nicht auf das, was ich will. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Junge, komm mal hier schneller angetapert. Jo, Level 5 der Kreativität erreicht. Aha. Wieso machst du das? Was soll das? Das ist nicht gut. Nee, das ist echt nicht gut, Mädel.
Warte mal, kann ich dich noch die Leviten lesen? So, les ihr die Leviten, Sudele. Und du hast, du bist fertig hier mit Puppenhaus. Okay. Dann geh und beruhig mal unsere Minka. Ich glaube, die hat sich eben erschreckt wegen der ganzen Geschichte hier und dem Geschrei. Außerdem hast du mit der noch nicht gespielt. So, die kannst du mal loben für was auch immer. Loben ist immer gut, wofür auch immer. Und dann kannst du Liebe spüren und dann kannst du sie auch mal küssen. Beziehungsweise kannst auch noch mal hier einen Simstep machen und dann müssen wir aber wirklich los. Aber das macht jetzt Diego, weil das geht so nicht, ne? Du kannst hier nicht einfach immer Chaos anrichten, Mädel, nur weil dir danach ist. Ja. Bitte, bitte, nicht so böse sein. Nein, ich mach das auch nicht wieder. Ja, das wäre schön, wenn du das mal nicht wieder machst. Können wir dich umarmen irgendwie mal? Liebevoll oder so. Halt, nee, 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 nicht weglaufen. Ach. Das Bild ist ja göttlich. warte mal, nee, ich will den Filter nochmal einstellen. So, du guckst ja gerade ganz genial aus der Wäsche. Ja, nee, so von der Seite ist ja schön und gut, aber ich hätte dann gern schon die andere Seite. Wie sie mitten in dem Chaos liegt, total verzückt guckt, genau. Du hast ein Doppelkinn, weißt du das? Ich muss das gar nicht. So, kannst du da näher ranrücken? Bist eine hübsche Katze. Ja, sehr fein. Juhu. Du guckst so verträumt. Können wir dich auch so machen? Warte mal, jetzt ein bisschen nach hinten. So, und ein Stück rüber. Nee, das ist zu hoch. Ich will das hinten noch mit drauf haben. So sieht's besser aus. Jo. Genau. Machen wir da auch noch mal ein paar Fotos. Gut. Stopp, 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 stopp. Kind! Kind, komm her, Mensch! Ach so, da war es doch gerade gestanden. So, jetzt noch mal einmal liebevoll umarmen und dann geht's aber auch nach Hause. Hui! Komm her, du Maus! Nicht wegrennen, nicht wegrennen! Nein, 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 nein! Wo rennst du denn hin? Hallo, wo willst du hin? Da ist dein Papa. Der will dich umarmen. Ach, ihr wollt hier in diesen hübschen Pavillon, um das zu tun. Na gut, auch richtig. Auch gut. So, und dann ab nach Hause. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Die armen Kiddies. Aber ich denke, es war ein schöner Ausflugstag. Wir haben lecker Schaschlik gefuttert. Die Kinder haben gespielt, haben ihre Bestreben ein bisschen hochgelevelt damit. Jetzt dauert es wieder ewig, bis es lädt. Ich weiß ja auch nicht. Aber gut, solange dass sich da so Zeit nimmt. Und ich sehe, dass wir schon wieder durch sind. Okay. Ja, das bedeutet, ich mache dann jetzt einfach Schluss. Ich bringe die doch nach Hause. Oder sag denen zumindest, dass sie nach Hause sollen alle. Und dann werde ich aber hier auch die Pause machen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und gucken, wie wir da weitermachen, ne? Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht's gut, tschüss!